Wir befinden uns hier auf einem ca. 18.000 Quadratmeter großen Areal, was früher durch die Industrie benutzt wurde. Das heißt, wir hatten hier ehemals ein Furnierwerk gehabt und einen Maschinenbau-Großhandel. Wir haben in Summe 10 Bauabschnitte. Wir als POR machen als Generalunternehmer bzw. führen als Generalunternehmer 2 Bauabschnitte aus. Das ist auf der einen Seite der WA3 mit 3 Punkthäusern und einer darunterliegenden Tiefgarage, die in Anlehnung an die historischen Stadtvillen hier in der Umgebung gebaut sind. Und auf der anderen Seite haben wir den WA5 in der klassischen Berliner Blockrandbebauung, ebenso mit einer durchgehenden Tiefgarage, aber mit abweichenden Geschossanzahlen. Wir hatten in Summe 3 Architekturbüros, die hier den Entwurf gemacht hatten. Nachher in der Ausführungsplanung hat sich nur ein Architekt drum gekümmert. Die Besonderheit ist aber, dass jeder Architekt die Häuser anders geplant hat, es eine Vielzahl an Details gegeben hat, einfach um den Umstand gerecht zu werden, dass das Umfeld dieses Baugebiets historisch so komplex ist mit einzelnen Stadtvillen, mit Berliner Blockrandbebauung, sodass es teilweise sehr, sehr aufwendig gewesen ist. Aber letzten Endes haben auch wir das gemeistert. Die von uns errichteten Gebäude sind auf der einen Seite nachhaltig und auf der anderen Seite auch energetisch. Wir bauen hier nach den KfW 55 Standard. Auf der anderen Seite sind wir im Bereich der Schwammstadt, das heißt, sämtliches Niederschlagswasser wird hier aufgesammelt und frei versickert, um den Grundwasserspiegel wieder zu erhöhen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch begrünte Dächer, was im Sommer dafür sorgt, dass durch die Verdunstung wiederum Kühlung entsteht. Hinsichtlich der Nachhaltigkeit haben wir 2 besondere Aspekte. Auf der einen Seite sind wir an die Fernwärme angeschlossen und auf der anderen Seite bieten wir in den Tiefgaragen die Möglichkeit, Elektroautos aufzuladen. Wenn das Projekt in seine Endphase geht, wird es nachher so aussehen, dass wir beispielsweise im WA3 zwischen den einzelnen Punkthäusern erholsame Außenanlagen einerseits für die Erwachsenen, andererseits aber auch für die Kinder haben. Das heißt, wir haben Spielplätze, wir haben Parkbänke, wir haben kleinere Bäume, wir haben Hecken. Das Ganze wird auch beim WA5 passieren. Da wird es allerdings sich zum Großteil auf den Innenhof abspielen. Aber auch da wiederum haben wir Sitz- und Entspannungsmöglichkeiten, aber auch die Spielmöglichkeiten für die Kinder. Dadurch, dass wir das Lean Management im Less Planner System angewendet haben, hatten wir den Vorteil, dass wir unsere einzelnen Gewerkezüge relativ straff takten konnten, dass jeder wusste, was er machen muss, auch schon mit Weitblick, was passiert in 2 Wochen, was passiert in 3 Wochen. Und dadurch haben wir es trotz eines anstrengenden Winters und eines anstrengenden Frühlings mit viel Feuchtigkeit und Regen geschafft, das Projekt zeitig fertigstellen zu können.